José Manuel. Die Europäische Kommission hat umweltpolitisch versagt. Zu diesem Befund kommen die führenden Umweltverbände Europas, darunter Greenpeace. Eine grüne Wirtschaft hilft, die natürlichen Ressourcen nachhaltig zu nutzen und wirkt sich weniger schädlich auf die Umwelt aus, so Kommissionspräsident José Manuel Barroso bei der jüngsten Umweltkonferenz in Rio. Resources sustainably. And with lower environmental impacts. The European Commission. Die Kommission habe beim Umweltschutz versagt, meint hingegen der Chef von Greenpeace Europa. Wir brauchen saubere Luft, wir müssen unsere natürlichen Ressourcen schützen. Our natural resources. Der für die Umwelt zuständige Kommissar gibt zu, dass noch eine ganze Menge getan werden muss. Es gab viele Verstöße, auch die Umsetzung der Umweltnormen in den Mitgliedsländern ist alles andere als zufriedenstellend, fügt er hinzu. We have a lot of infringements, but implementation across the countries, it's not. Die Europäische Kommission könne Gesetzesänderungen vorschlagen, kritisiert der Europachef von Greenpeace. For example, the common agricultural policy. Beispielsweise in der Agrarpolitik, denn diese ist für die Verseuchung des Bodens und des Grundwassers verantwortlich. Den Bürgern fehlen gesunde, pestizidfreie Nahrungsmittel. And, chemicals. Oft sei von Chemikalien die Rede, meint der Umweltkommissar. Europa habe die beste Gesetzgebung der Welt, die nun umgesetzt werde. Freilich gäbe es noch offene Fragen, darunter zu chemischen Mischungen. Kommissionspräsident Barroso und sein Team verfügen über genügend Macht, kritisiert Greenpeace. Was fehlt, sind der politische Mut und eine langfristige Planung.